Hallo ihr Lieben, ja, ich schaffe es doch noch vor Weihnachten. Vor Weihnachten ist klar, Nina. Vor Silvester ein Video für euch zu drehen. Ja, es ist ein bisschen turbulent bei mir, denn ich habe jetzt eine neue Kamera. Wie man vielleicht auch erkennen kann, ich weiß es nicht an der Qualität oder ob es anders ist, mein erstes Video. Und da bin ich böse, wenn ich nicht in die Kamera gucke. Ich muss noch üben. Jedenfalls wollte ich für euch jetzt noch einen kleinen Haul abdrehen, das sich im Dezember angesammelt hat. Und ja, vorweg wollte ich noch sagen, was ich geschenkt bekommen habe, ist halt die Kamera hier von Samsung. Ein Stativ, Amazon-Gutschein, Lush-Gutschein, ach Gottchen, Davanda-Gutschein, ein Laminiergerät mit Schneider, Klamotten, ein schönes Halstuch, eine schöne Decke von meinem Freund, von seiner Mutti. Ja, die ist ja leider nicht mehr da. Und da hat der Mann so tolle Decke gemacht mit ganz vielen Fotos. Also wahnsinnig toll. Ja, Süßigkeiten. Ja, einiges bekommen. Nicht so viel, aber dafür hat mein kleiner Mann ganz, ganz viel bekommen. Falls euch das interessiert, was er bekommen hat, könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen bei mir. Danisane mit 3e. Denn da habe ich ein Foto gepostet von den meisten Sachen, die er bekommen hat. Aber müsst ihr natürlich nicht, nur wenn ihr Lust habt, ne? So, dann fangen wir jetzt mal an mit meinem Hauptsächlichen, was ich wollte. Ich wollte euch nämlich mal schnell zeigen, was ich so im Dezember angesammelt habe. Upsala, so viel ist es nicht. Fangen wir an mit Filofax-Sachen. Da habe ich jetzt auch nicht alle, ich weiß nicht, ob ich alles gesammelt habe. Auf jeden Fall habe ich mir einmal so ein Stempelset gekauft. Ne, mit ganz vielen. Das war von Shibo noch runtergesetzt. Ich glaube 7 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Dann hatte ich mir bei Kick nochmal so zwei Sets gekauft. Moment, falsch rum. Haftnotizenbuch. Oh Gott, ich muss erstmal üben. In die Kamera halten. So. Ja, kann man sehen. Licht ist auch nicht so prickelnd. Aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen ausprobieren damit. Aber ihr könnt es, glaube ich, sehen. Das ist dann so ein Büchlein, was man zusammenklappen kann. So. Und dann einmal noch mit so. Ja. Weiß ich nicht, mit so Babuschkas drauf. Gut, so. Ja, das Licht, das Licht. Ist nicht so gut, ne? So vom Weiten ist vielleicht besser. Das ist dann auch so mit Babuschkas drauf. Ich weiß nicht, ob die so heißen. Ist ja egal. Genau, dann hatte ich mir bei Amazon noch was bestellt. Und zwar dieses Set für zwei irgendwas. Das hat so mehrere. Kann man das sehen? Licht ist nicht so prickelnd. Und so Klebebänder. Wenn der weg bin, ist das Licht ein bisschen besser. So. Na, ich hoffe, man kann es sehen. Ist auf jeden Fall ganz nett. Und ja, dann hatte ich mir mal meine Messer wieder nachgekauft bei DM. Gell? Das kaufe ich ja immer. Das ist ja mein Lieblingsprodukt für Intimpflege. Dann hatte ich mir bei Kick auch noch mitgenommen. Upsala. Jetzt ist mir der Pin runtergefallen. Moment, ich bin sofort wieder da. So. Dann habe ich mir einmal diese hier gekauft, weil ich hatte die ja von dem von der lieben Nadel im Adventskalender gehabt. Eine andere, diese mit Grautönen. Jetzt habe ich mir die für Brauntöne gekauft. So schauen sie aus. Richtig schön. Ich kann ja mal, weiß ich nicht, den hier swatchen. Und den. Ich muss echt noch üben hier. Ich habe jetzt den hier und den hier. Also die zwei. Ja, jedenfalls so schauen sie aus. Ja, und auch gut pigmentiert. Oh Gott. Kann man das sehen? Das Licht ist echt bescheiden. Oh Mann. Und ich gehe immer in die falsche Richtung. Ich habe mir das auch irgendwie falsch drauf geschminkt. Naja, so könnt ihr es, glaube ich, sehen. Auf jeden Fall schön pigmentiert. Oh Mann, es tut mir echt leid. Ich bin total noch nicht in der Übung. So. Ja. Ich gebe mein Bestes. Genau. So, das muss ich mir mal eben im Tüchlein nehmen, dass ich meine Finger sauber kriege. Dann hatte ich mir aus der Mountain Calling LE noch dieses Translauder Pudding Powder geholt. So schaut es aus, ne? So mit diesen Berggipfeln drauf. Richtig schön. Habe ich aber noch nicht benutzt. Ja, dann habe ich mir aus der, auch aus der, ah ne, auf der Come to Town LE, hatte ich den roten noch bekommen.
wollte ich ja haben. Hatte ich mir aus Frust den goldenen ja mitgenommen. Und dieser rote ist ja eher so rotbraun. Oh, das Licht, ey. Alter Schwede. Man gar nicht erkennen. Wenn ich so nah rangehe, ist es so dunkel. So, ich glaube, jetzt kann man es halbwegs sehen. Sorry. Naja. Okay, dann hatte ich mal öfter, oder besser gesagt, meinen Vater und meinen Freund bei der Produkttest von Rossmann gewonnen. Und zwar dieses Wasch- und Duschcreme von Baby Dream für meinen Kleinen. Habe ich ja dann natürlich zweimal. Sehr cool. Und dann hatte ich einmal gewonnen, dieses Peeling von Wellness and Beauty, Meersalzöl-Peeling, mit reichhaltiger Shea Butter und Mandelöl. So schaut's aus. Riecht doch lecker. Habe ich allerdings alles noch nicht ausprobiert. Ich habe alles erstmal in eine Schublade getan, um es euch zu zeigen, weil sonst vergesse ich das komplett. Und ich wollte euch das ja nicht, upsala, vorenthalten, gell? Genau, ja. Und dann kommen wir schon zu meinem letzten Einkauf. Und zwar war das gestern, also heute haben wir ja Silvester, heute ist Mittwoch. Und gestern war ich noch mit meinem Schatzi nochmal bei DM. Ich musste was für meinen Kleinen und so holen. Und natürlich kommt dann immer was für mich da mit bei. Obwohl, nee, der erste Einkauf war vorgestern. Nee, was haben wir? Am Montag war ich auch nochmal und gestern. Stimmt das? Nee, am Samstag war ich. Meine Güte, sorry, ich bin total verwirrt. Samstag war ich auch im DM. Und da hatte ich die LE entdeckt, wie heißt sie denn nochmal? Genau, von hier, Catrice Visionary. Und da hatte ich mir dieses hier mitgenommen. Einmal so ein Quattro, Lidschattenquattro. Habe auch noch nichts geswatcht oder so. Ich mache jetzt einfach mal die zwei Mittler. Muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, wo schmier ich mir die denn? Oh, ich verliere immer die Pinne. Dieser eine Lederton ist jetzt nicht so hammerpigmentiert. Oh, das Licht ist aber auch mies. Was soll das denn? Das Licht ist so mies. Kann man das erkennen? Oh Gott, ist das Licht schlecht. Naja, hier auf jeden Fall, hier unten. Seht ihr den schimmernden und den matten, den sieht man kaum, hier den Lilanen da. Oh, ist das Licht schlecht. Ich habe ja extra so eine Lampe hingestellt, aber irgendwie bringt die gar nichts. Jetzt blendet die mich eher. Ich heb mal eben die Lampe hoch. Der Hoffnung, die bringt irgendwas. Naja, so ein bisschen heller bin ich jetzt schon mal geworden. Jetzt kann man es vielleicht doch ein bisschen besser erkennen. Ach, Kinder, das ist echt ein Trauerspiel hier mit dem Licht. Dabei ist gar nicht so spät. Wir haben 9:30, da ist eigentlich, aber so hell ist es draußen leider nicht mehr. Oh, ich muss das Licht wegmachen. Da bin ich ja ein Glühwürmchen. Oh Mann, naja, ich sehe schon die Daumen nach unten für das Video. Egal, ich wollte auf jeden Fall für euch das noch schnell abdrehen. Kann man leider nicht besser sehen. Aber, wo habe ich denn jetzt den Pin? Da. Auf jeden Fall gefällt mir, ach, Kinders. Ah, nee. Gefällt mir diese Palette echt gut, auch wenn ich es noch nicht benutzt habe. Es muss ja nicht immer alles so so richtig pigmentiert sein. So ein bisschen dezenter ist auch schön. Genau, das habe ich mir mitgenommen. Dann hatte ich mir diesen Highlighter mitgenommen, Multicolor Highlighter. Den versuche ich euch jetzt auch mal zu swatchen. Jedenfalls nehmen wir mal wieder die mittleren Töne. Bisschen krümelig. Wo schmier ich mir das denn am besten hin, dass ihr das am besten sehen könnt? So. Könnt ihr das sehen? Da habe ich mir sie hingeschmiert. Wenn ich zu nah komme. Da sind die. Kann man die sehen? Schimmert ein bisschen, ne? Genau, hier so Highlight. Da oben ist der hellere und ist dieser Aprikot-Ton. Das waren die zwei mittleren. Moment, ich zeige euch die nochmal. Jetzt
Weil das war dieser lilane und dieser Apfelkoton, würde ich jetzt mal sagen, die ich euch gezeigt habe. Wo war der? Da waren sie. Ja, das sieht man ein bisschen schimmern. Ja, so ein Highlighter. Ich fand das Design echt schön, deswegen mussten die mit. Die Preise weiß ich leider alle nicht mehr so wirklich. Alle so um die 4 Euro, würde ich jetzt mal sagen, Catrice. Und dann habe ich mir noch einen Liquid Liner mitgenommen. Den versuche ich euch natürlich auch zu swatchen. Jo. Mach das mal ein bisschen dicker, dass ihr auch was sehen könnt. Mäuschen! Mäuschen! Na? Da. Oh ja, den könnt ihr, glaube ich, sehen. Der glitzert und funkelt. Wo bin ich denn da? So, vom Weiten ist vielleicht ein Stück besser. So, ist gut, ne? Ach ja. So. Der ist ganz schön. Der musste auch mit. Der war, obwohl der auch echt teuer war, weil normalerweise gebe ich ja so viel Geld nicht für so ein, was ich selten benutze, diese Liquid Eyeliner. Aus. Ich fahre mal ein bisschen zurück. Vielleicht ist das Licht wieder. Naja. Okay. Und dann, genau, das war es von Samstag. Und da war ich gestern noch im DM. Und da habe ich mir auch ein paar Sachen. Ich habe jetzt aber nur die drei zurückgelegt. Das habe ich dann geholt für meinen Kleinen ordentlich was. Ja, ich weiß es leider nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Set hier geholt. Das habe ich mir schon mal geholt gehabt. Das ist mit zum Duschgel. Hier sieht man das. Das ist schon wieder so schlichtes Licht. Ich könnte tanzen gehen. Nein. Jedenfalls. Ach, das sieht man aber auch kaum. Ist hier ein Duschgel. Hier das Parfüm und hier ist noch ein Nagellack drin. Kostet normal 5 Euro, glaube ich, hatte ich damals bezahlt. Und das waren halt 50% auf Weihnachtsartikel. Und deswegen 2,45. Da habe ich mir gedacht, da kann ich das für mitnehmen, weil mir das Parfüm echt gut gefallen hat. Ah ja, ich hatte noch so Servietten im Sale mitgenommen, so mit Eulen drauf. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die nicht dabei gelegt habe. Egal. Auf jeden Fall waren die, glaube ich, 55 Cent. Und da konnte man die echt mitnehmen. Die sahen süß aus. Und jetzt kommen wir schon zu meinen zwei letzten Produkten. Schon ist gut. Das ist von der P2, der neuen LE. Wie heißt sie? Ich glaube, irgendwas mit Inspire Light. Da steht da drauf. Inspired by Light. Genau. Und dann habe ich hier so einen Blush. Die gab es in zwei verschiedenen Farben. Orange, glaube ich, und dieses rötlichere. Und da habe ich mich für das entschieden, weil Orange, nee. So. Kann man das sehen? Ja. Sieht man ganz gut, ne? Genau, dann gehe ich jetzt einfach mal. Mische ich das? Ich mische es mal. Genau. Oh ja, das ist ein ganz schöner Ton. Wo schmier ich mir den jetzt hin? Dass man das am besten sehen kann. Ich glaube, man sieht es ein bisschen hier. Ist ein ganz schöner Ton. Ist leider nicht so toll, die Lichtverhältnisse hier. Muss ich noch irgendwie deichseln, weil eine Softbox habe ich natürlich nicht bekommen. Aber ich bin ja froh, dass ich schon mal eine schöne Kamera und ein Stativ bekommen habe. Da freue ich mich echt super drüber. Und schauen wir mal, wie ich das mit der Softbox mache. Ich glaube, ich bestelle mir eine. Es ist echt grausam. So, und dann hatte ich mir noch den Lidschatten hier geholt. Gelb in grün, die gab es noch in blau und in, glaube ich, auch in rosa oder so. Ich habe mich für grün entschieden. Und da gehen wir jetzt mal in den hellen Ton, in den mittleren Ton und in den dunklen Ton. Ja, so schaut's aus. Das schmiere ich mir auch mal irgendwo hin, am besten hier oben. Ja. Sind jetzt nicht so Bombe pigmentiert. Sieht man das? Ach ja, ist ein Trauerspiel, ne? Wo habe ich mir den hingeschmiert? Ich habe den ganzen Arm schon voll. Ah, da sieht man es aber. Das ist der dunkle, der mittlere und der ganz helle. Da könnt ihr sehen, ne? Ich komme mal ein bisschen ins Licht. Ja, also ich finde sie ganz schön. Ich muss die noch alle ausprobieren. Ich entschuldige mich nochmal für das Licht und für die Swatches, die nicht so gut zu erkennen sind. Aber irgendwie. Es wird auch nicht richtig hell draußen und so. Ich weiß auch nicht. Ganz merkwürdig. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit so zu gucken. Ja, ich wollte euch auch noch einen schönen Rutsch wünschen. Einen guten Rutsch. Rutsch nicht zu weit rein. Lasst es schön krachen, aber nicht zu viel.
Und nehmt euch einen schönen Vorsatz vor fürs nächste Jahr, am besten nur einen, dann hält man ihn auch vielleicht besser ein, als wenn man zu viele nimmt. Und ja, ich habe auch einen ganz speziellen und den werde ich im neuen Jahr wieder angehen, denn ich habe ihn jetzt 2 Wochen wieder schleifen lassen, ja. Und worum dreht sich natürlich um mein Abnehmen? Naja, ja, das werdet ihr im neuen Jahr dann sehen, denke ich. Genau. Ja, oh je, ich bin schon über 15 Minuten. Ich glaube, ihr habt genug von mir. Wir sehen uns im neuen Jahr. Kommt gut rein. Ciao.